Aus dem ersten Video kennen wir die Scopes 1, 2 und 3. Für Ihre Klimabilanz besonders wichtig sind die Emissionen in Scope 3. Werfen wir einen Blick darauf. Scope 3-Emissionen entstehen nicht direkt im Unternehmen. Sie sind vielmehr eine Folge seiner Aktivitäten und entstehen entlang der Wertschöpfungskette. In Scope 3 unterscheidet man vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen. Stellen wir uns als Beispiel ein Hotel vor. Die Gäste reisen an. Die Transportmittel, die sie nutzen, stoßen Treibhausgase aus. Für die Hotelküche werden Lebensmittel eingekauft. Deren Produktion und Transport verursachen Emissionen. Übrigens umso mehr, wenn Fleisch serviert wird. Die Beschäftigten des Hotels pendeln mit ihrem Auto zwischen Wohnort und Arbeit. Der Abfall wird von einer Entsorgungsfirma abgeholt und verwertet. Das alles sind vorgelagerte Emissionen. Dann gibt es noch die nachgelagerten Emissionen. Auch hier sind, je nach Unternehmen, verschiedene Kategorien zu erfassen. Unter anderem gehört dazu die Finanzierung. Woher kommt das Geld fürs Unternehmen? Wie agiert die Bank oder der Investor? Kredite, Beteiligungen, Projektfinanzierungen können mehr oder weniger Emissionen verursachen. Die Emissionen von Scope 3 entstehen also außerhalb ihres direkten Wirkungsbereichs. Wie Sie diese trotzdem reduzieren können, zeigt Ihnen das nächste Video.